saßen diese Psychotante. Mir ist super wichtig, Valentina. Die kannten wir von früher. Jetzt zum Glück nicht mehr. Ey, du Psycho, pass auf, wo du hinläufst. Ja. Musste das jetzt unbedingt sein? Valentina, Valentina, Valentina. Willst du wirklich als kleine Dumme hier rausgehen? Der Teufel hat mich ergriffen. Zeig es dir mal so richtig. Ja, manchmal kommt man. Was soll der Mist eigentlich? Was fällt dir ein, so mit uns zu reden? Wie bescheuert kann man eigentlich sein? Und Fabrizio, dass du dich mit solchen Assis abgibst, ihr seid alle widerlich. Sagt ausgerechnet die, die keine Freunde hat. Aber naja, zumindest hast du noch deine Eltern. Ach nein, die haben ja auch keinen Bock mehr auf ihr Psychokind. Renn doch, du Verfluchte! Ja. Versager! Enttäuschung! Missstück! In die Hölle gehörst du! Du bist ein Teufel! Du bist eh ein Egal! So hässlich und dumm, wie du bist. Wer willst du sein? Du bist ein Niemand! Dich mochte eh noch niemand! Was warst du für eine Freundin? Du solltest dich schämen! Hallo, ich komme halt ein bisschen später. Ich habe jetzt noch ein Meeting, aber du weißt ja, Zeit ist Geld. Du denkst nie an andere. Ich dachte, wir wären befreundet. Warte. Siehst du? Du bist ein Niemand. Vollende es. Bring es zu Ende, du Dumme. Was zweifelst du? Du bist jedem egal. Ich bin die Einzige, die dich erlösen kann. Die dich verstehen kann. Oh!